Hallihallo und willkommen zu einem neuen Game. Und zwar werden wir heute Janna spielen, soweit es möglich ist. Janna hat im letzten Patch einige Buffs bekommen, leider nur indirekte über die Items, aber das macht es nicht wertvoller, sie nochmal zu testen, wie sie jetzt fungiert, ob die neuen Items ihre Shield-Fähigkeiten enorm verbessern. Nochmal kurz rekapitulieren. Das Forbidden Idol, der Mikaels und Arden Sansa wurden gebufft. Jeweils diese drei Items haben einen Heal- und Shield-Bonus bekommen. Und da unsere Janna ja hauptsächlich über ihr Shield fungiert, werden wir das einmal testen, ob das sich bemerkbar macht, ob sie jetzt dadurch wirklich OP ist oder man sagt, ey ja, jetzt ist sie wirklich gut. So, ein kleiner Zwischenruf hier aus der Champion Selection, was ich ja eigentlich jetzt nicht mehr mache, aber uns wurde die gute Janna weggenommen. Und aufgrund dessen wählen wir jetzt Tahm. Der Grund ist hier doch leicht ersichtlich. Die Gegner haben Zed gepickt. Mir vollkommen unverständlich, wie ein Zed-Pick heutzutage noch durchkommen kann, aber von mir aus, dann ist dem halt so. Und wir werden dann halt Tahm nehmen, um hier unseren ADC angemessen beschützen zu können. Tja, man sollte immer aufpassen, wo man invadet und gegen wen. Es ist nie schlau, einen supportenden, also einen Support-Tank zu fokussen, wenn man invadet. Merkt es euch. Da mein Jhin jetzt gerade den Grom geklaut hat, hat er sich dazu entschieden, dem Jungler noch zu helfen. An sich eine nette Sache, die er da macht, aber für uns in der Laning-Phase halt echt blöd. Weil die Erfahrungspunkte wurden hier geteilt zwischen ihm und dem Jungler. Und von dem her haben wir es halt jetzt einfach ein bisschen schwerer. Ah, oh, gut ausgewichen. Jetzt langsam sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir doch ganz gut sind. Nur können wir halt nicht aggressiv spielen, das geht halt leider überhaupt nicht. Ich muss mit einer Zunge treffen, damit dann Jhin mit seinem Root treffen kann. In der Zeit muss ich hinkommen, die Person zweimal treffen und dann noch fressen, damit wir sie zurückziehen können. Das wird aber nicht passieren, da Janna das Ganze relativ gut countern kann. Von dem her wird das eine relativ langweilige Laning-Phase, weil wir nichts tun können. We'll be right back.
Taste that taste. Ja, das lief jetzt wunderbar. Warum hier der Lucian nochmal reingeht, ist mir vollkommen unverständlich. Die Minions waren auf unserer Seite, die komplette Situation war auf unserer Seite. Also das verstehe ich kein Stück, ist mir aber auch egal, es lief gut für uns. Wir können uns jetzt hier einiges leisten. Ich verzichte wie immer eigentlich auf den Sidestone an dieser Situation und gehe ein bisschen aggressiver mit mehr Leben und den Schuhen, die mir helfen werden, damit ich besser an den Gegner komme, wenn die Situation wie vorhin angesprochen passiert. Q, Root, W, Q. Unser armer Ed oben wird jetzt leider ein bisschen auseinandergenommen. Hätte er aber fast noch geschafft hier. Es war gar nicht mal so schlecht von ihm. Tam bekommt jetzt halt auf Level 6 nicht mehr seinen Spike, den er bisher hatte. Sondern er ist halt einfach die ganze Zeit stark über seine Passive. Das war alles wieder wunderschön gemacht. Jetzt sollten wir hier den Drachen angehen. No! Wenn man die Freiheit hat, so wie ich gerade, dann ist es schlauer, wenn wir ein bisschen weiter drinnen worden. Hier sehen wir jetzt, ob da jemand die Crux macht. Und auf der anderen Seite sehen wir, ob jemand über den roten Buff kommt. Mir macht das gar nichts. Ich habe meine Passive hier. Auch du kannst mich nicht töten. Jin braucht eigentlich gerade gar nicht so ängstlich sein. Ich habe ja noch mein Schild. Aber hier passiert einfach auch nichts. Gut, es passiert schon einiges, aber... Wuhuhu, ich geh. Ich gehe. So, wir werden jetzt mehr Leben bauen. Unsere Kämpfe da auf der Botlane sind halt leider ein bisschen traurig, da nicht viel passiert. Ah, das könnte ich fast riskieren. Aber hier ist nichts. Interessant.
Ist das noch weiter zurückgegangen? Das habe ich nicht erwartet. Da wollen wir nicht viel am Turm verlieren. Den Rest scheren wir an Shin. Jin Jin. Da nehmen wir jetzt halt ein paar Hits durch den Turm. Schade, dass die jetzt schon da ist, die Diana. Das hätte den Mittelturm gekostet. So, durch ein bisschen... Dass ich hier jetzt die Minions weghalte, können wir den Turm machen. Hagorim kommt von dort. Den hätte ich jetzt eigentlich schon noch gern getötet. Mal gucken, was wir da noch machen können. Anscheinend nichts, aber warte mal, da ist doch noch eine Janna. Abgeschleckt. Ja. Yeah. Noch einen Assist mehr mitgenommen. Und wir können noch weiter auf... Oh, ich kann ihm leider kein Schild... Doch, ich konnte ihm das Schild noch mitgeben. Ob es wirklich was bringt, man weiß es nicht. Aber es ist immer gut, jemandem noch so ein Schild mitzugeben, egal wohin er teleportet. Das ist eigentlich, es kann nur positiv enden für euch oder fürs Team. Ja, es funktioniert. Aber irgendwas hat mich gerade noch gedamaged. Uncool. My ward. Okay, nicht mein ward. Dann bereiten wir ihn halt vor. Ich will überleben. Werde ich aber nicht, weil ich zu viel rumspiele. Blöd. Chip. Sehr gut. Warum ist es so wichtig? Also ich meine, wir sind die ganze Zeit ja schon im Vorteil und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die ganzen Objectives kriegen und uns hier praktisch nicht vorführen lassen. Was wir aber zu Genüge getan haben. Oh, Pferdchen, 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 wir sind noch nicht da. Irgendwie können wir gerade auch gar nicht so viel machen. Oh Gott, Johnny. Oh Gott, Johnny.
Wir haben echte Probleme. Wir müssen das Ganze über Split-Pushes regeln, die in so einer Situation dann langsam an den Gegner rankommen. Aber so direkte Kämpfe können wir nur schlecht engagen. Auch mein Grund, warum ich jetzt dann schon aufs Zero-Portal setzen werde. Denn, also erstmal noch die Pink Wards, ganz klar. Aber wir werden relativ schnell das DC-Rod brauchen, um da ein bisschen Pressure aufbauen zu können. Wir hatten jetzt kaum Sicht über die Gegner, wir konnten irgendwie nicht so richtig reingehen, aber Problem ist halt, wir sind schon sehr gefeedet. Gerade unsere Top und Mittel, also Top und Jungle sind extrem stark und wir machen nichts daraus. Mundo kann gegen Jhin alleine jetzt nichts machen. Okay. Das war genau der Vorteil, den Tam Kenshi ausmacht. No! Ja, super, dass hier wieder der eigene Champion priorisiert wird. Sollte so nicht passieren. Ich wollte hier Mundo fressen, logischerweise, damit ich ihn wieder ins Team zurückziehen kann. Aber das wurde mir untersagt. Okay, der Flash war übertrieben. Ich geb's zu. Aber hier jetzt gerade der Zone, den ich um den Baron rum aufgebaut habe, hat uns dieses Objective auch gesichert. Wir wussten ja, dass wir genug Damage haben. Es war einfach gerade schön gemacht von meinem Team, dass sie hier nicht die Ruhe verloren haben, sondern weiterhin auf den Baron gegangen sind. Ihr habt gesehen, Tam ist einfach göttlich, wenn es darum geht, jemanden noch kurz vor knapp zu retten. Und vor allem, wenn ihr im gegnerischen Team einen Set habt, dann habt ihr die Chance, dem seine Ulti eigentlich komplett zu negieren, wenn ihr natürlich früh genug da seid und ihn mit deinem W fressen könnt. Außerdem solltet ihr auch niemals vergessen, dass ihr mit eurer Tankiness arbeiten könnt. Ich habe es gerade im letzten Kampf gezeigt, beziehungsweise am Baron, ihr könnt die Gegner weghalten. Ihr habt zuerst die Vision der Gegner negiert, komplett zunichte gemacht und dann könnt ihr schauen, wie haltet ihr sie weg. Ich hatte jetzt in meinem Team viel AD, wir hatten nicht nur Smite, wir hatten auch Cho'Gath, das heißt der Baron war eigentlich sicher, aber man muss erst mal schauen, dass man die Gegner weghält. Tam nach seinem Buff auf jeden Fall wieder ein Champion, den man sich anschauen sollte, auch als Supporter. Man wird ihn auf anderen Positionen häufiger sehen, da jetzt den passiven Bonus von der Ulti in die aktive Passive hat, wie man auch es immer sagen soll. Also sie ist permanent, die Passive, und es wird mehr Schaden angerichtet. Tam wird daher, denke ich mal, auch im Jungle zu sehen sein, aber als Supporter sollte man nicht davor zurückschrecken, ihn zu picken, wenn man gegen One-Shot-Champion spielt. Zed, Diana, also ich hatte hier gerade die perfekte Situation, einen Tam zu picken. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Glück in-game und bis demnächst. Tschüss, Gemüse!